was für eine Leistung, die am Ende aber nichts wert sein könnte. Norwegen gewann im dritten und letzten Gruppenspiel bei der U20-Weltmeisterschaft in Polen mit 12:0 gegen Honduras. Allein 9 Tore gingen auf das Konto eines gewissen Erling Braut Haaland. Meistgelesene Artikel: Fußball, Europa League, das ewige Rätsel, Özil Fußball, Champions League hat Star, Klopp hat alles verändert, Hildebrand analysiert neue Regeln, Handball, Will Handball macht rot, der Absturz, Fußball, Bundesliga, Bundesliga feiert Rekordumsatz, der 18-Jährige, der im Januar von Molde FK zu RB Salzburg gewechselt war, gilt als einer der talentiertesten Nachwuchsstürmer Europas, was er gegen Honduras eindrucksvoll unter Beweis stellte. Urheberrecht im Football und Getty Haaland pulverisiert bisherigen Rekord. Zum einen war es der höchste Sieg in der U20-Turniergeschichte, zum anderen pulverisierte Haaland, Sohn des früheren norwegischen Nationalspielers Alf Inge Haaland, den bisherigen Rekord des Brasilianers Adelton, der 1997 beim 10:3-Triumph von Brasilien 6 Tore gegen die Republik Korea erzielt hatte. Während Honduras nach 3 Niederlagen mit einem Torverhältnis von 0:19 die Heimreise antreten kann, ist Norwegen als Dritter der Gruppe C noch nicht für das Achtelfinale qualifiziert, da nur die 4 besten Gruppendritten weiterkommen. Der ZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live. Doch dank Hallens Gala-Vorstellung haben sich die Chancen der Norweger vor dem letzten Spieltag der Gruppen E und F am Freitag deutlich verbessert. Let's block Ads. Why?